This is good. This timing. Das ist gut. Mal sehen, was da geht. Das war's. Das sieht nicht allzu übel aus. Na, also. Geht doch. Das ist interessant. Das ist gut. Beute.
Das kann ich verkaufen. So, du willst also das Jagen lernen, richtig? Ich kann eine Flinte abfeuern. Ein Gewehr, keine Flinte. Ich war bei den Gebirgsjägern, Korb. Lass doch den verdammten Marine-Scheiß. Einen Hirsch zu töten ist anders als einen Menschen. Oder ein Freak. Die beste Art zu jagen ist Fährten lesen. Du musst dich konzentrieren. Und auf Mutter Natur hören. Wenn du genau hinschaust, kannst du die Zeichen sehen. Gut, alles klar. Augen auf. Siehst du den Hirschkot da? Ganz frisch. Ja, ich seh's. In die Richtung. Ja, das sehe ich. Gut, dann komm jetzt. Schnell, da ist er. Ich sehe ihn. Hier, nimm ein Gewehr. Wenn du Gebirgsjäger warst, kannst du damit umgehen. Jakob, ich weiß, was ein Visier ist. Ruhig, ruhig. Ich komme klar. Guter Schuss. Erwischt. Oh, verdammt, er hat nicht gesessen. Er kommt davon. Nein, nein, schon okay. Er ist verletzt. Er wird jetzt verbluten. Wir müssen ihn nur finden. Ach, okay. Siehst du die Blutspur? Ja, sehe ich. Dann folge ihr. Bin dran. Er wird jetzt sicher langsamer. Verliert zu viel Blut. Wir sollten jetzt gleich auf seinen Kadaver stoßen. Ja, hör zu. Busa und ich haben schon mal gejagt. Er war mit seinem Vater öfter auf Elchjagd und er hat mir gezeigt, wie das geht. Gut, sagen wir mal, nichts gegen Busa, aber das geht echt noch besser. Du verschwendest viel zu viel Fleisch. Eigentlich nicht schlecht für einen Anfänger. Ja, danke. Gut, gib mir jetzt das Gewehr. Ja, danke. Wie gesagt, Deke. Im Camp können wir Wild immer gut brauchen. Vor allem für die Verwundeten nach dem Ripper-Angriff. Okay, Kaupe. Ja, ich versuche, daran zu denken. Hey, Tick, wie läuft's denn, Mann? Wie geht's dir, Mann? Das war's erstmal. Hey, Deke, wie geht's dir? Hey, Damon, was macht das Leben? Ich hab Teile da, wenn du willst. Ich tank auf, wie es sich gehört. Schön wie eh und je, Mann. Das sollte eine Weile halten. Cool. Brauchst du noch was?
Oh ja, ein sehr schönes Stück. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Ich pack das für dich ein. Hallo, Dick. Komm wieder, wenn du noch was brauchst. Komm bald wieder vorbei. Vielleicht habe ich dann was Neues. Dick, wie geht's dir? Damon. Darf es sonst noch was sein? Gute Wahl. Na, das gefällt mir aber. Ich repariere deine Waffe. Schnell und gut. Na dann. Dann bis bald mal. Deacon St. John. Hey, Damon. Hey, was macht das Leben? Sehr gut. Bis dann, Damon. Dick, komm bald wieder, ja? Hey, Dick, wie geht's dir? Hey, Damon. Wie läuft der Waffenhandel? Wie läuft's, Boostman? Alles gut, verdammt. Hey, Dick, unsere Vorräte werden knapp. Etwas mehr Wild wäre gut, wenn das geht. Oh, scheiße. Okay, ja. Unsere letzte Jagd ist auch schon eine Weile her. Mal sehen, ob ich uns etwas Fleisch besorgen kann. Du weißt noch, was du tun musst? Ja, Cope hat mir ein paar Tipps gegeben. Unglaublich, aber wahr. Cope? Scheiße, ich glaub's nicht. Danke, Dick. Mach's gut, Boosman. Okay, jetzt muss ich Fleisch beschaffen. Wild, Bär. Wolf. Ganz egal was. Jetzt ausweiten.
St. John, hier ist Copeland. Benny sagt, er hat etwas für dein Bike. Ich bin nicht sicher, ob ich genug Punkte habe. Wenn doch, komm vorbei. Wird sich lohnen. Copeland Ende. Für mich sehen die ziemlich ramponiert aus, Cop, aber hey, wie du meinst. Und nichts gegen ein bisschen krassen Kommerz. Verdammt, ein neues Bike könnte ich gut gebrauchen. Ich bin drauf!
allzu übel aus. Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Ich bin in diesen Wäldern aufgewachsen. Mein Großvater lehrte mich alles über die Jagd. Es funktionierte auch noch in einer Welt, an die er nie gedacht hätte. Ich baute mein erstes Baumhaus als Hochstand für die Jagd. Höher als das Ziel zu sein, hilft beim Zielen und gibt dir Sicherheit. Damals schoss ich von hoch oben mein erstes Reh. Heute ist mein Camp in den Bäumen. Wollt überleben und könnt arbeiten, kommt zu mir. Wir beschützen euch. Großvater lehrte mich auch, um einen Reh zu fangen. Muss man dort, wo sie hin müssen. Wie ein Wasserloch. Und ist man nicht so leicht Beute wie ich. Also haltet die Augen auf, wenn ihr an Orte geht, die wir alle aufsuchen müssen. Aber Großvater sagte immer, der einfachste Weg zu einer Mahlzeit ist eine Falle. Häng eine Schlinge an einen Baum und du hast vielleicht Essen, wenn du wiederkommst. Aber Vorsicht. Eine kopflose Schlange kann noch beißen, vor allem, wenn sie nicht wirklich tot ist. Mein Großvater hätte uns alle überlebt. Das sage ich euch. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, lügt nicht. Oh, wirklich toll, Cobb. Du hast ihn also mit deinem Opa fallen gestellt und mit deinem Dad Salzlecksteine ausgelegt. Ja, sehr sportlich. Schätze, das ist jetzt eh alles egal.
Lass ihn rein. Da kommt ja mein bester Kunde. Mal sehen. Hey, soll ich auftanken? Willst du Benzin? Ich krieg später mehr rein. Komm bald wieder. Schön, dich zu sehen. Hey, Damon. Ich hoffe, du hast Beute für mich. Na dann. Hey, Deacon, hey. Hör mir mal zu, ja? Damon. Pass auf dich. Deek, wie geht's dir? Hey, Damon, was macht das Leben? Aufgepasst. Ich mach mal kurz ein Nickerchen.